Axel Springer, der Verlag. Im Hintergrund das markante Hochhaus mit der unmissverständlichen Forderung, die mittlerweile hunderttausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Die Inhaftierung des Weltkorrespondenten mobilisiert. Auch in Berlin. Ein Autokorso mit 200 Fahrzeugen als Protest, aber unter den Demonstranten so gut wie keine Türken. Free Dennis scheint hier zumindest nicht deren Ding zu sein. Protest für Deniz Yücel Teil 2 vor der türkischen Botschaft. Auf der Kundgebung wieder viele Deutsche, Politiker wie Cem Özdemir sprechen. Für Yücels Freilassung gegen Erdogans Politik. Zufallsbegegnung mit Kasim Erdoğan, anerkannter Integrationsexperte aus Berlin-Neukölln. Diejenigen, die hier sind, sind gerade die Richtigen. Und da gucke ich überhaupt nicht, ob wir Minderheit sind oder so, sondern wir kämpfen für Pressefreiheit. Die haben Angst, aber Angst ist für uns Menschen die allerschlechteste Lösung, die es geben kann. Die meisten hier sind Kollegen von Yücel, politisch Engagierte aus dem Berliner Kulturbereich oder Politprofis. Man wünscht sich bei solchen Demonstrationen und der Kundgebung sicherlich auch mehr Türkinnen und Türken, ohne Frage. Alles, was in Richtung der Türkei ein bisschen kritisch ist, da halten die sich etwas zurück. Das hat aber auch damit zu tun, dass auch hier in Deutschland die türkische Community sehr gespalten ist. Ich glaube, es fehlt auch ganz viel an Wissen darüber, was gerade wirklich da passiert. Weil ich glaube, viele Menschen konsumieren die türkischen Medien, also die Medien, die in der Türkei produziert werden. Und ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Eigentlich wollten sich Kurtuluş Özkökdemir und zwei seiner Freunde mit mir treffen. Denen war das Thema Deniz Yücel aber dann doch zu schwierig. Auch Özkökdemir, ein ausgesprochener Erdogan-Kritiker, fällt es nicht so leicht. Ich kann aber auch verstehen, dass die Meinungen im Fall Deniz Yücel etwas auseinandergehen, weil Deniz Yücel in der Vergangenheit sich auch bekannt gemacht hat mit Pro-HDP-Kolumnen. Und die Türkei wirft ja der HDP vor, PKK nahe zu sein. Also ich denke, da gehen die Meinungen stark auseinander. Die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei sind auch im Restaurant San Marco bei Şenol Akaya und seinen Freunden Gesprächsthema. Die Inhaftierung von Yücel sei peinlich für die Türkei, Erdogan habe aber viel für das Land getan. Türkei ist nicht mit Deutschland zu vergleichen. Die Türken sind nicht mit Deutschland, Deutschen zu vergleichen. Wir Türken, also Südländer, sagen wir so, ja, da hinten Richtung Orient, so demokratisch wie in Deutschland kann man diesem Volk nicht zusammenhalten. Verstehen Sie, ich bin für Demokratie, aber ich bin auch emotional. Wir regen uns schnell auf. Freuen uns auch ganz schnell. Die Türken sind ein Volk für sich. Deswegen sagt man die verrückten Türken. Es ist dunkel geworden und so hell und eindeutig diese Forderung da oben auch ist, sind die Sichtweisen der Türken, die ich heute getroffen habe, längst nicht.